25 Jahre Teufelhof, ein wichtiges Jahr für das Hotel. Wie ist das Jahr oder wie erlebt das Jahr der Hotelier, der Besitzer selber? Das Jahr selber ist gut, es ist grossartig angelaufen. Wir haben ganz viele Veranstaltungen organisiert, die finden regen Zuspruch. Es ist eine Freude, ein Haus so zu feiern dürfen, ein Privileg, sage ich immer. Wie schaut man in Zukunft, wenn man schon alles eigentlich erreicht hat, was man kann? Ich sehe das anders. Ich glaube, Stillstand ist ein schlechter Ratgeber. Wir müssen uns weiterentwickeln. Das werden wir auch auf jeden Fall machen. Weitere Projekte, Konzepte realisieren. Das ist die Idee. Und dann ist es auch Verpflichtung. 25 Jahre Geschichte muss man bewahren. Für nochmal 25 Jahre Minimum. Gibt es noch Träume und Wünsche, die man vielleicht auch als Hotel hat? Das ist eine schwierige Frage. Mein Wunsch sind zufriedene Gäste. Das habe ich zurzeit. Ob ich wunschlos glücklich bin, möchte ich damit aber nicht sagen.